Hallo, liebe Gemeindemitglieder, schön, dass Sie unseren kleinen Gottesdienst anschauen. Hier in Böbingen, die kleine Schlosskapelle, ist der Ort für unsere heutige Gottesdienstaufnahme. Der fünfte Fastensonntag steht ja unter dem Vorzeichen eines weltweiten Blickwinkels, den wir in diesem Jahr unbedingt auch bewahren möchten. Das Hilfswerk Miserior wirbt an diesem Sonntag um unsere Unterstützung. Wenn Sie spenden möchten, können Sie das in einem Umschlag im Pfarramt einwerfen oder an unsere Kirchenpflege oder an Miserior direkt überweisen. Aber nun kann es losgehen. Wenn Sie mitbeten und mitsingen wollen, dann können Sie jetzt gleich den Film kurz anhalten. Wir zeigen Ihnen, welche Lieder, welcher Schrifttext, welches Gebet in diesem Gottesdienst vorkommen wird. Ich wünsche Ihnen eine besinnliche halbe Stunde. Gehen wir nun in die Schlosskapelle. Liebe Mitchristen, die Gemeinschaft der Getauften überdauert alle Bedrängnis. So stark ist die Annahme durch Gott, die wir in der Taufe empfangen. Lassen wir uns das nie nehmen, denken wir immer daran. So beginnen wir. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir sind hier in der kleinen Kapelle im Schlössle in Böbingen. Beate Fauser vom Team des Eine-Welt-Ladens und ich. Hier feiern Pater Giorgi und ich immer wieder Eucharistie, so ungefähr alle 2-3 Tage. Und wir nehmen dabei euch, liebe Gemeindemitglieder, in unser Gebet hinein. Ich bin sehr froh, dass ich in diesen Tagen als Priester nicht alleine bin. Und es ist schön, dass wir Ihnen diese Kapelle jetzt auch zeigen können, wo diese Gottesdienste stattfinden. Sie sollen wissen, dass auch Sie nicht allein sind. Gerne dürfen Sie uns das Gebetsanliegen per Telefon oder per Mail zusenden. Wir freuen uns, auch sonst von Ihnen zu hören. So sehr wir auch in räumlicher Distanz bleiben müssen, so können wir uns doch in Gedanken, im Gebet, durch telefonische oder andere indirekte Kontakte nahe sein. Jesus Christus ist unsere Mitte, auch zwischen Ihnen und uns hier. Er will uns Mut machen und seine Nähe schenken, die sich in vielerlei Weise zeigen kann. Beten wir zu ihm.
Herr Jesus Christus, du gehst den Weg aller Leidenden mit. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Herr Jesus Christus, du lehrst uns lieben, Gott und den Nächsten und diese Schöpfung, wie auch uns selbst. Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Herr Jesus Christus, du bist Leben für uns. Wir gehen auf Ostern zu, in diesen Tagen und unser ganzes Leben lang. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Es erbarme sich unser, der gute und treue Gott. Er nehme von uns, was uns von ihm und voneinander trennt, und führe uns zum neuen, ewigen Leben. Amen. Lasst uns beten, einen kurzen Moment in der Stille unseres Herzens. Gott, du unser Vater, wenn wir so sprechen, sind wir weltweit verbunden. Gott, du unser Vater, du begleitest uns wie ein guter Hirte. Du hast uns deinen Sohn Jesus gesandt, der uns auf den Weg des Lebens geführt hat. Lass uns jetzt auf sein Wort hören. Lass uns spüren, dass du uns nahe bist. Durch ihn, Christus, unseren Herrn. Amen. Amen. Für die nächsten Minuten sind wir im Eine-Welt-Laden in Böbingen, gleich neben dem Eingang in das Haus Nazareth. Seit 1999 gibt es hier diesen Ort, an dem wir versuchen, den Eine-Welt-Gedanken in der Gemeinde wachzuhalten. 17 Personen umfasst unser Team. Der Laden ist normalerweise jeden Dienstagnachmittag und am ersten Sonntag im Monat nach dem Gottesdienst geöffnet. Bevor wir in den Eine-Welt-Laden hinübergehen, singen wir das Lied Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist, mit deiner Kraft, die uns verbindet und Leben schafft. Komm, Heiliger Geist, mit deiner Kraft, die uns verbindet und Leben schafft. Wie das Feuer sich verbreitet und die Dunkelheit erhält, so soll sein Geist ergreifen, umgestalte unsere Welt. Komm, Heiliger Geist, mit deiner Kraft, die uns verbindet und Leben schafft. Komm, Heiliger Geist, mit deiner Kraft, die uns verbindet und Leben schafft. Wie der Stern so unaufhaltsam, bringe unser Leben ein. Nur wenn wir uns nicht verschließen,
Ja, liebe Zuseher, liebe Interessierten, hier hören wir jetzt das Wort Gottes. Ich habe einen anderen Evangelientext ausgesucht, als am heutigen 5. Fastensonntag eigentlich vorgesehen ist. Hören Sie selbst. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit, als Jesus die vielen Menschen sah, die ihm folgten, stieg er auf einen Berg, er setzte sich, seine Jünger traten zu ihm, er begann zu reden und lehrte sie. Er sagte: Selig, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig, die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Selig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Selig die Hungern und Dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden gesättigt werden. Selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Selig die rein sind im Herzen, denn sie werden Gott schauen. Selig die Frieden stiften, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Selig, die verfolgt werden um der Gerechtigkeit willen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn man euch schmäht und verfolgt und alles Böse über euch redet um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn wird groß sein im Himmel. Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Es ist fast eine Gabenbereitung, liebe Zuseher, liebe Gemeinde, die wir mit den Produkten, die hier im Eine-Welt-Laden verkauft werden, aufbauen können. Eine Gabenbereitung weltweit. Wir haben hier Honig aus Südamerika, Rotwein aus Chile, Reis aus Indien, Rohrzucker aus den Philippinen, Kaffee und Kakao aus Afrika und Kräutertee aus Europa, aus Slowenien. Und wenn man sich hier umschaut, da gibt es viele weitere Produkte und sicher noch viele andere Weltgegenden, die da betroffen sind, die hierher ihre Produkte liefern und die wir hier verkaufen. In diesen Tagen liegt in den Supermärkten die Frage in der Luft: Wird das denn für alle reichen? Diese Frage ist gut, aber sie ist in der Situation im Supermarkt nicht am richtigen Platz. Wird es für alle reichen? In diesen Streit, wer die letzten Mehlpackungen bekommt, in diesen Streit hinein hören wir die Botschaft vom Miseriosonntag. Miserio und seine Partnerorganisationen, unzählige Menschen, die in der Eine-Welt-Arbeit aktiv sind, gehen dieser Frage nach: Wird es denn für alle reichen? Aber nicht zuerst mit dem Blick auf die Verbraucher, vielmehr mit dem Blick auf die Erzeuger. Und bei uns, in unserem Land, da hat es so eine Krise gebraucht, dass wir uns fragen: Wer denn jetzt die Pflanzen auf die Felder bringt und wer die Früchte erntet? Es hat so eine Krise gebraucht, dass wir deutlich spüren, wie viel menschliches Dasein füreinander wert ist in der Betreuung der Kinder und Jugendlichen, der Alten und der kranken Menschen. Ich bin mir sicher, die Krise, die sich mit der Ausbreitung des Coronavirus
weltweit bahnbricht, wird die Frage stellen, wie wir weltweiter Not so begegnen können, dass es an jedem Ort für alle reicht. All das zeigt, wenn wir noch so abgeschlossen sind und noch so in unseren Häusern bleiben, keiner ist eine Insel und kann ganz für sich existieren. Nebenbei gesagt, ich bin begeistert, wie viele Initiativen in den Gemeinden rund um den Rosenstein es gibt, die global denken und hier vor Ort lokal aktiv sind. Dieser eine Weltladen mit seinem Team, die Peru-Gruppe in Heubach, der Verein Tukolere Wamu, der hier in Böbingen auch eine starke Verbindung hat, dann die vielen Beziehungen zu Priestern, Missionaren und Projekten weltweit. Jede unserer 5 Gemeinden hat da eine ganz starke Seite. Keiner ist eine Insel und kann ganz für sich sein. Nun zurück zu diesem Tisch. Wertschätzung der Gaben Gottes. Teilen der Gaben Gottes, sodass es für alle reicht. Nichts anderes müssen wir wieder lernen angesichts der ausgeräumten Mehlregale, Milchpaletten und vom Klopapier ganz zu schweigen. Ich hoffe und bitte Sie herzlich darauf zu achten, dass bei diesen Lebensmittelvorräten, die wir jetzt haben, nichts verdirbt und nichts aus Überdruss weggeworfen wird, wenn die akute Krise nicht mehr so zu spüren ist. Wertschätzung der Gaben Gottes. Teilen der Gaben Gottes, sodass es für alle reicht. Dieser Lernschritt muss aus der derzeitigen Krise in unseren Herzen übrig bleiben. Das Evangelium, das ich für diesen Gottesdienst ausgewählt habe, ist der Anfang der Bergpredigt Jesu, gewissermaßen die Präambel, der Vorspruch für die ganze Botschaft Jesu. In einer anderen, für mich eindrucksvollen Übersetzung heißt da eine Seligpreisung: Selig, die an der Not der Welt leiden, denn sie werden getröstet werden. Es muss uns berühren, wenn an vielen Orten der Welt die Zahl der Opfer dieser Pandemie in die Höhe schnellt. Es muss uns berühren, wenn Menschen in der Nachbarschaft Angst haben vor einer Erkrankung. Es muss uns berühren. Selig, die an der Not der Welt leiden. Sich nur abzuschotten und nach Schuldigen zu suchen und in der Suche nach Medikamenten und Impfstoffen nur in ganz kleinen Grenzen zu denken, das führt nicht weiter. Da werden alle Machthaber dieser Welt, die so vorgehen, scheitern müssen. Selig, die an der Not der Welt mitleiden, die barmherzig und gewaltlos denken, die geschwisterlich denken und handeln, dann werden wir getröstet werden. Ich möchte diese Besinnung mit einem leicht abgewandelten Tischgebet beschließen. Und vor diesem Gebet schauen wir noch einmal diese vielfältigen Gaben an, und wenn Sie da was davon möchten, können Sie das auch bestellen, dann liefern wir es Ihnen. Ich möchte dieses Gebet nun sprechen. Guter Gott, segne diese Gaben und alle Menschen, die denselben Tisch der Erde decken, die am selben Tisch der Erde essen. Wir wollen dir danken und das Teilen miteinander nie vergessen. Amen. Schauen wir, bevor wir Fürbitte halten, auf das Miserior-Plakat für die diesjährige Fastenaktion. Eine Frau mit einem Kind. Diese Frau heißt Anut Raslan. Sie ist mit 5 Kindern auf der Flucht aus Syrien
im Libanon angekommen. Die ausgebildete Lehrerin ist auf der Suche nach einem Ort, an dem sie und ihre Kinder Frieden finden, um zu leben. Vorhin haben wir gehört, selig die Frieden stiften, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Das sagt Jesus über seine Jünger und deren Auftrag. Das gibt uns Mut, mit unseren Bitten zu ihm zu kommen und für die Menschen in Syrien, im Libanon und hier bei uns und weltweit zu beten. Hinter jeder Bitte stehen Menschen, so wie sie auch ihre Bitten haben. Und so hören wir immer einen Satz, eine Aussage einer Person und die daraus folgende Bitte. Annette Ziegler, Mitarbeiterin beim Flüchtlingsdienst der Jesuiten für Syrien, sagt: Meine Motivation ist das Leben. So lasst uns beten für alle, die sich einsetzen für Frieden, Gerechtigkeit und ein gutes Leben aller Menschen. Und um Umkehr für die, die mit dem Leben anderer spielen oder es zerstören. Gib Frieden. Rasha aus Syrien, Mutter von 4 Kindern, sagt: Frieden ist für mich, wenn Menschen Hand in Hand miteinander leben. So lasst uns beten für alle, die immer wieder neu Wege zu anderen suchen, und um Umkehr für die, die ein Interesse daran haben, Menschen zu entzweien. Gib Frieden. Serop Ohanian, Leiter eines Sozialzentrums in Beirut im Libanon, sagt: Wir schaffen eine sichere Umgebung, sodass die Frauen Vertrauen finden können. So lasst uns beten für alle, die Räume schaffen, in denen sich Menschen in Offenheit und Vertrauen begegnen können. Und um Umkehr für die, die Orte von Angst und Terror zu verantworten haben. Gib Frieden. Christel Lajun, Sprachtherapeutin in einem Sozialzentrum in Beirut, sagt: Der ganzheitliche Ansatz unserer Arbeit motiviert mich. Wir arbeiten als Team in einem Netzwerk. Jeden Tag kann ich Verbesserungen feststellen. So lasst uns beten für alle, die sich verbünden, Gemeinschaft stiften und erfahrbar werden lassen. Und um Umkehr für die, die nur sich selber und ihre Interessen sehen können. Gib Frieden. Schwester Antoinette Asaf, Mitarbeiterin in einem Sozialzentrum in Beirut, sagt: Wir bringen heute die Saat aus für die Ernte der Zukunft. So lasst uns beten für alle, die an ein Morgen glauben, für die Menschheit und die Schöpfung.
und um Umkehr für die, die in Resignation und Frust gefallen sind. Gib Frieden. Eine Kerze ist noch nicht entzündet. Sie wollen wir nun in aller Stille entzünden für Ihre Anliegen, als ob Sie hierher gekommen wären und einfach eine Kerze für Ihr Gebet anzünden. Lassen wir unser Gebet einmünden in das Vaterunser, das Gebet Jesu. Ich möchte Sie einladen, die Hände wie eine Schale zu formen und Gott hinzuhalten. So können Sie spüren, dass Gott es ist, der uns die Hände füllt mit seinen Gaben. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Beten wir nun gemeinsam das Friedensgebet aus anderen Zeiten, aber auch heute aktuell, dass Sie im Gotteslob finden. Wir sprechen miteinander. Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich liebe, wo man hasst, dass ich verzeihe, wo man beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist, dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht, dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert, dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Herr, lass mich trachten, nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste, nicht dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe, nicht dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Denn wer sich hingibt, der empfängt, wer sich selbst vergisst, der findet, wer verzeiht, dem wird verziehen, und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. Amen. Empfangt den Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Er passe auf dich auf. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten, so wie die Sonne der Erde Wärme gibt und Licht. Er sei dir gnädig, voller Liebe nahe. Er wende dir sein Antlitz zu und schaue dich an, wie sich liebende Menschen anschauen, und schenke dir Shalom, Frieden und Heil. So segne dich, so segne euch alle, so segne all jene, die mit euch verbunden sind, der gute und treue Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Bevor wir das Schlusslied singen, möchte ich einen herzlichen Dank an alle Beteiligten sagen. Dir, liebe Beate, für die Mitgestaltung, dem Andreas Brenner für die musikalische Begleitung mit der Gitarre, dem Florian Kofner für die Aufnahmetechnik und an Pater Giorgi für die Hintergrundunterstützung. Ich wünsche euch allen einen schönen Sonntag und eine gute Zeit. Behüt euch Gott. Über uns rühren und an mit seiner Kraft.